Ho-ho! Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bzw. zu einem weiteren Update-Video hier auf dem Kanal. Erstmal natürlich einen wunderschönen Tag gewünscht. Ich müsste an einem Mittwoch kommen. Und ich habe gerade den Livestream beendet am Dienstagabend um 22.22 Uhr. Schnapszahl. Wollte ich nochmal ein Update für euch machen, weil es ist viel passiert. Ich wollte natürlich mehr Updates schon machen. Aber irgendwie habe ich mich dann gegen das Update entschieden und für den Stream entschieden. Von daher schwierig. So, wir nehmen das mal ganz kurz mit hier. Und zwar, es gibt ganz viele Neuerungen. Also wirklich ganz viele Neuerungen. Die erste große Neuerung, wir haben Kühe. Wir haben Kühe und zwar, Moment. Haben wir hier einen großen Kuhstall hingesetzt? Nein, nicht mit Roboter, sondern ohne Roboter. Weil ich mir den Roboter gespart habe und mir dafür einen selbstfahrenden Futterdingens, also einen Selbstfahrer, einen Futtermischer geholt habe, mit dem ich hier die Kühe füttere. Wir haben jetzt aktuell, warum sind das zwei verschiedene? Habe ich wieder die billigen gekauft. Wir haben jetzt 45 Stück Kühe und natürlich unsere Schafe. Da haben wir aber mehr gehabt. Ich habe heute jeweils 10 Schafe aus den Ställen verkauft. Da gehen 65 pro Stall rein, weil die sich reproduzieren. Ich habe momentan so viel Wolle, dass sie nicht hinterherkommen mit der Produktion. Deswegen haben wir erstmal ein paar Schafe verkauft, weil die sich nicht wieder nachreproduzieren. Und deswegen fehlen 20 Schafe fehlen. Die kommen aber die nächsten Tage, werden die wieder nachgezüchtet. Also kein Ding. So, und wir haben Holstein. Ich weiß nicht, wie man die Dinge ausspricht. Wir haben Milchkühe. Sagen wir Milchkühe und gut ist. Und die sind jetzt hier auf unserem Feld Nummer 47. Ja, genau, 47. Hier ist der Stall drauf. Mit einem, mit der Weide hinten dran. Und da geht es ihnen jetzt gut. Ich habe mich jetzt gestern um Stroh gekümmert. Das habe ich dem Falco abgekauft. Das war ein ganzer Wagen mit Strohballen, die ich selber gepresst habe. Ihr seht die hier. Die haben gekostet irgendwas mit 20.000, glaube ich, beim Falco. Fand ich okay, passt. Und dann habe ich hier so ein kleines Repertoire an Ballen hingestellt. Ne? Wir haben Heuballen gepresst heute. Der Manitou gehört, by the way, uns. Den habe ich mir heute auch gekauft, um mit den Ballen ein bisschen besser zu handeln. Wir haben hier jede Menge Silageballen stehen. Also das sollte erstmal für die nächsten paar Tage reichen. An Streu, an Futter. Und wie gesagt, die haben eine Mischration. Also ihr braucht nicht zwingend alles. Für die Mischration reicht Silage und Heu. Mehr braucht ihr für die Mischration nicht. Und mehr ist auch nicht drin. Und ihr seht, Produktivität 50%, die sind neu gekauft. Ne? Also das dauert einen Moment. Wir haben aber schon 328 Liter Milch. Gülle ist schon da. Und Mist habe ich natürlich auch gesetzt. Der ist hier vorne. Ich habe übrigens auch eine Beleuchtung gebaut hier. So, das ist der Mist. Da sind auch schon 1374 Liter drin. Läuft. Ne? Kann man nicht anders sagen. Läuft. Das weitere Ziel ist natürlich auch mit der gewonnenen Milch jetzt, die wir bekommen, eine Käse- und Butterproduktion zu errichten. Also eine Molkerei auf gut Deutsch. Die wird kommen. Das dauert noch ein bisschen. Das hier, auf der Seite ist alles Mario. Das ist alles nicht meins, ist alles Mario. Hier standen Bäume, die sind alle weg mittlerweile. Und die Gewächshäuser kennt ihr. Das ist nichts Neues. Die zweite Spinnerei kennt ihr. Den LKW kennt ihr. Wie gesagt, die Lampen sind neu. Hier steht noch ein bisschen Kleidung rum. Das kennt ihr aber auch. So, was hat sich hier geändert? Gar nichts, glaube ich. Genau. Das Heu, was ich jetzt natürlich für die Mischration verwende, geht auch super für die Schafe. Du kannst den Schafen entweder Gras oder Heu geben. Und ich habe mich jetzt eben für Heu entschieden. Und wir können das aber auch nachgucken. Seht ihr hier? Also jetzt ist noch Gras drin, aber es wird dann auch Heu umswitchen. Steht auch hier unten Gras oder Heu. Von dem her rein, was geht. Die Felder sind aktuell nicht reif. Ich wollte sie heute nochmal mähen, aber die sind nicht reif leider. Schwierig. Das ist das. Wir haben ja, ich habe mir einen Drescher gekauft. Vielleicht habt ihr das im Update schon gesagt. Einen Fendt Ideal. Und nicht, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Ich habe ihn nicht einmal verwendet. Der war im Sonderangebot. 50% reduziert. Und deswegen habe ich mir den geholt. Und gestern, glaube ich, war es.
War das Schneidwerk? Es ist ein Massey Ferguson-Schneidwerk. Es ist kein originales, aber es ist das gleiche Werk, sagen wir mal so. Und deswegen habe ich mir einen gebrauchten Drescher geholt und ein gebrauchtes Schneidwerk geholt. Mit einem neuen Schneidwerkswagen. Das ist halt nice to have. Ich brauche es aktuell nicht, aber ich wollte es haben, weil wenn ich mir doch überlege, hey, vielleicht brauche ich den Drescher für dies, das, Ananas. Dann, ne? Ja, habe ich ihn, wenn ich ihn brauche. So, dann gehen wir hier rüber. Da hat sich jetzt soweit nichts geändert. Maschinentechnisch hat sich aber ein bisschen was getan. Und zwar habe ich aufgerüstet. Wir haben die Mähwerke, das glaube ich, habe ich euch gesagt, dass ich die umgeswitcht habe. Den Ballenwagen, das ist klar. Das ist klar. Die Ballenpresse ist klar, der Pflug ist klar. Hier, neues Gerät, ein Heuwender. Weil natürlich, wenn ich Heu mache, brauche ich einen Heuwender. Deswegen habe ich mir den Kuhn geholt. Den Strickel hatte ich schon. Das hatte ich auch schon. Der Master Ferguson kennt ihr. Den Streuer kennt ihr. Und neu dazugekommen ist jetzt der Schwader. Den Johnny kennt ihr auch, ne? Wir haben jetzt momentan aktuell wieder 500.000 Euro Kredit. Also ich habe voll aufgenommen, weil ich kann euch das kurz zeigen. Wir haben richtig Geld ausgegeben, ne? Hier oben der Stall zum Beispiel. 548.000. Da ist aber noch kein Tier drin, ne? Und neue Fahrzeuge hier 233.000, den Futtermischer, den selbstfahrenden Futtermischer, den Manitou, neue Tiere für 75.000 Euro. Also es ist schon, ne, wir haben Wolle verkauft ein bisschen, ich habe ein bisschen Balden verkauft. Lohnleistungen wie 70.000 Euro gemacht, das ist wirklich viel. Aber musste ich machen, sonst hätte ich mir das alles nicht leisten können. Und ja, so geht es erstmal voran, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber nur, dass ihr mal ein kleines Update habt, was jetzt so passiert ist. Wir werden uns heute noch mal ganz kurz noch den Hof von Mario anschauen. Das wurde sich auch gewünscht. Zumindest mal diese Seite des Hofs. Der Mario hat sich hier oben angesiedelt, unter anderem. Der Mario ist querverteilt über die ganze Karte mittlerweile. Und bei Mario ist es so, der macht halt sehr viel mit Bäumen, ne? Also Holz und so weiter. Wir kennen den Mario aus anderen vergangenen Staffeln. Holz ist sein Ding. Und ja, baut überall auf der ganzen Karte Holz an. Hat hier, glaube ich, ein Biomasse-Heizkraftwerk, wenn ich das richtig... Genau, Biomasse-Heizkraftwerk. Rechts daneben haben wir eine Schreinerei. Zwei Schreinereien hat er hier hingestellt. Naja, für seine Möbelproduktion, ne? Genau, da sehen wir die Möbel. Ja, und vielleicht hat er noch ein paar Ballen liegen. Vielleicht. Er hat zwar wieder erntereif, aber er liegen immer noch Ballen rum. Also wie viele Ballen hier rumliegen? Also wenn mich jemand ankackt, ne? Wegen meinen 30 Ballen. Wegen der Server-Performance, dann sollen sie mal hier hingucken. Da sieht es weitaus düsterer aus. Und ja, das geht natürlich noch weiter da vorne, ne? Ich bin zwar der Meinung, dass Mario gesagt hat, er will sich von der Silage zurückziehen. Ich weiß nicht, was er unter zurückziehen versteht, aber es sieht anders aus. Ja, hier liegt noch ein bisschen Zeug rum. Eine Werkstatt. Also es ist ein bisschen lieblos, kann man das so nennen? Also es ist halt... Weiß ich nicht, wie ich das nennen soll. Die Gebäude hat er alle abgerissen, die hier waren, und hat so Industriedinger draufgeballert. Aber irgendwie, es ergibt alles keinen Sinn. Hier ist ein Weg, hier ist ein Weg. Hier ist ein bisschen grün, hier ist wieder ein Weg, hier ist wieder ein bisschen grün. Fahrzeuge sind alle schmutzig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Kennt den Mario anders, muss ich sagen, ne? Kalk hier rum, hier liegt noch ein Ballen, dann wieder Bäume. Hier hat er irgendwie einen Dekobaum umgesägt. Ich weiß nicht, es ist irgendwie diesmal anders, muss ich sagen. Und nicht besser, es ist einfach nur anders. Und das ist die erste Abteilung von... Ach, guck mal, was hier Ballen rumliegen. Dass er die nicht wegbringt, das verstehe ich nicht. Gut, muss er selber wissen, ne? Aber wie gesagt, wenn jemand mich wegen der Server-Performance anraunt, dann kann ich sagen, du, guck mal da oben, Mario. Weil was hier rumliegt, ist krass. Und dann sagt er immer, das geht ihm nicht so gut, ne? Also da bekomme ich ja... Weiß ich nicht. Gut, das ist auf alle Fälle das hier. Das müsste... Ja, genau. Das sind seine Flächen hier oben. Dann hat der Mario sich noch ein Feld... Also die 49, das habe ich euch ja vorher gezeigt. Da hat der Mario einen Hühnerstall stehen. Bienen, Gewächshäuser, zwei Stück. Hier dann noch ein Biomasse-Heizkraftwerk. So ein bisschen Tieflader-Equipment. LKW hat er hier. Ein Anhänger, einen Brandner, glaube ich, ist das. Zwei Universalladefässer. Keine Ahnung, was er damit macht. Ponzer hat hier noch stehen. Dann, das ist das hier. Dann hat er die 40 und die 39. Da hat er auch Sachen stehen. Da hat er jetzt zwei Hühnerställe platziert. Jede Menge. Also beim Mario sieht's aus, ne? Alter Schwede. Ganz wilde Geschichte hier.
Feld liegt brach, nicht neu bestellt. Gut, das ist teilweise Randy hier. Also das Randy hat jetzt auch keinen Hof per se, sondern fühlt sich gerade heimisch, wo es ihm gerade passt, wo er gerade hinfällt. Die Zuckerproduktion haben sie hier, oder hatte hier der Mario. Und dann hatte sie hier genau neben der Zuckerproduktion, hat er sich eine Verkaufsstelle platziert. Und was er macht, er nimmt sich den Pflug hier, den Schiebeschild, stellt sich hier hin, so, und schiebt den Zucker mit voller Wucht in die Verkaufsstation rein. Ja. Mario Hirschfeld, meine Damen und Herren. Ja, das macht er. Und dann hat er sich heute noch das Feld 68 gekauft. Ein Feld für 614.000 Euro, weißt du? Und dann sagt er, es geht ihm nicht so gut. Und die 39 gehört auch noch ihm, ne? Also, Fragen nicht an mich, sondern an den Mario, bitte. Das weiß ich nicht. Gut, das war das zu Mario. Wir werden das nächste Mal einen Hof vom lieben Falco anschauen. Oder vom Randy oder vom Stefan, wie auch immer. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich wollte euch nur ganz kurz ein Update-Video machen. Und wenn ich sage kurz, ist kurz. Deswegen sind wir fertig. Danke fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Vorschläge, Tipps, Tricks in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.